Leise Musik empfängt den Besucher. Kuratorin Katharina Küster-Heise hat ins Zentrum der von ihr gestalteten Ausstellung den großen Musiktisch gestellt, den Herzog Friedrich I. vor rund 400 Jahren anfertigen ließ. Auf der Platte sind überall Noten und Text zu sehen. An diesen einzelnen Positionen standen 10 Sänger und haben diesen Gesang zum Besten gegeben. Friedrich I. begründete die herzogliche Kunstkammer und anfangs wurde in einem einzigen Raum tatsächlich alles durcheinander gesammelt, was das Haus so hatte. Daher auch der Name Kunstkammer, und dann hat man so viele Aspekte gehabt, dass man übergegangen ist, langsam eine Ordnung in das Ganze zu bringen. Man hat die Kunstkammer verlagert, in Schränken sortiert untergebracht. Und dann hat man aber aus den Schränken die Sachen herausgeholt und sie nebeneinander gestellt. Man hat darüber diskutiert, man hat sie verglichen und sie war für ein gezielt ausgesuchtes Publikum zugänglich. Für ihre Ausstellung hat Katharina Küster-Heise eine Art Kunstkammer nachstellen lassen. Man betritt einen abgedunkelten Raum, in dessen Vitrinen es nur so funkelt und gleißt. Im Inneren ist eben der Aspekt, dass man erstmal alles gesammelt hat, dass man verschiedene Ansätze hatte, dass man verschiedene Sammlungen auch in den Kunstkammern integriert hat und dass man diese ganze Materialfülle auf einmal hatte. Man sieht kostbares Geschirr, man sieht kleine Skulpturen, Repliken von großen Kunstwerken. Es gab fast nichts, was nicht das Herz der Fürsten entzückte. Die Turboschneckenpokale von Petzold aus Nürnberg zeigen die Vereinigung von zwei Aspekten in der Kunstkammer. Einmal die Schönheit der Natur in den Turboschnecken, überhöht durch die kunstfertige Goldschmiedearbeit, die die ganzen beiden Schnecken einfassen und eben noch mit einem künstlerischen Programm versehen. Kostbarkeiten des Hauses also, die man voller Stolz präsentierte. Und darunter so manche Kostbarkeit, etwa ein Kartenspiel mit, aus heutiger Sicht, überdimensional großen Karten. Es handelt sich hier um das älteste erhaltene Spielkartenensemble überhaupt auf der Welt. Aber auch Kurioses findet sich, das ausschließlich dem Hirn von kunstfertigen Handwerkern entsprach. Wenn die Natur das nicht geboten hat, hat man auch ein bisschen nachgeholfen. Zum Beispiel einen gehörnten Hasen nachgebastelt, der natürlich in der Natur auch nicht so kommt. Ein Hase, der einen Rehgeweih trägt. Da musste man auch ein bisschen künstlich nachhelfen. Bald schon wandelte sich das Sammelverständnis der Herzöge. Immer mehr stand die Wissbegierde im Vordergrund. Die Welt wird erfahrbar. Man hat neue Kontinente entdeckt. Man bereist die Welt, man vermisst sie, man navigiert über die weiten Meere und braucht dazu neue wissenschaftliche Erkenntnisse und auch Instrumente. Also für mathematische Vermessungen des Landes, Navigation spielt eine wichtige Rolle, aber auch Astronomie, die Beobachtung des Himmels. Deswegen durfte in einer Kunstkammer unter gar keinen Umständen ein Globuspaar fehlen, um die Erde darzustellen, aber auch den Himmel. So wurde ein Teil dieser Kunstsammlung alsbald zum Spiegel der Welt, die sich durch die Entdeckung Amerikas ja erweitert hatte. Es finden sich aztekische Schilde. Es finden sich Modelle für komplexe Geräte. Und auch ein früher Blitzableiter, der wenige Jahre nach der Erfindung des Blitzableiters durch Benjamin Franklin in die Kunstkammer kam. So wurde aus dem Kuriositätenkabinett eine Sammlung zur wissenschaftlichen Forschung. Und die Kunstkammer war letztlich somit der Ursprung für gleich 4 Stuttgarter Museen. Das Lindenmuseum, die Staatsgalerie, das Naturkundemuseum und die Landesbibliothek. Und doch bleibt die Kunstkammer ein eigenes Kunstwerk für sich, das zeigt, was alles im Auftrag von Fürsten erfunden wurde. Wie etwa ein Schildkrötenautomat. Und zwar ist es ein kleiner Automat in Form einer Schildkröte, der über einen Tisch fahren konnte. Und dabei stoppte er an der Tischkante. Er fiel nicht runter, sondern er hat solch eine Mechanik, dass er anhielt vor einem Gast bei einer Tischgesellschaft. Und ursprünglich saß eine kleine hölzerne Figur auf der Schildkröte und hatte die Bütte auf dem Rücken. Der Weinkonsum wurde dadurch animiert und erhöht. Und im Laufe der Zeit wurde es ein Stammkleinod des Hauses Württemberg und deswegen durfte es nur innerhalb der Familie vererbt werden.